Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Vom Alk zum Hulk Box von Silla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Silla VAZH, die Abkürzung für Vom Alk zum Hulk. Limitierte Fanbox lesen wir hier. Das Ganze hier in blau-weiß und wir haben hier eine quadratische Box, eine hohe quadratische Box, rundherum blank. Auf der Rückseite lesen wir Vom Alk zum Hulk, limitierte Fanbox, Vom Alk zum Hulk Premium Edition 2 CD plus DVD, 7 Inch Bonus Vinyl, Vom Alk zum Hulk Tanktop, Vom Alk zum Hulk Poster, Silla Sticker und Vom Alk zum Hulk Downloadkarte. Hier unten haben wir noch die Credits und einen Barcode. Und das Ganze ist keine reguläre Klappbox, sondern man kann den Deckel abnehmen, was mir schon mal von vornherein sehr gut gefällt. Es ist hier das erste Album, seitdem Silla nicht mehr bei Maskulin, bei Flair ist. Also Silla jetzt bei Major Moves. Gut, uns kommt als erstes entgegen die Member Card. Dann haben wir einmal den Sticker. Ein Tanktop, dann haben wir hier die Vinyl, ja, ist die Frage, wie wir die am besten rausbekommen, so, die Vinyl und hier drinnen zu unterst das Album, das Ganze hier in so einem Einleger aus Karton, aus Pappe, den könnt ihr natürlich rausmachen, dann habt ihr hier mehr Platz. Gut, dass er nicht eingeklebt ist. Ich werde den jetzt entfernen und die Box so verwenden. Und hier haben wir noch Silla Vom Alk zum Hulk. Silla Vom Alk zum Hulk. Also weiße Schrift auf rotem Untergrund. Ansonsten die Box innen weiß. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch zubringen. Ah, so, geschafft. Wie immer starten wir mit dem Album. Also wir sehen schon, wir haben hier ein Digipack und zusätzlich noch einen Pappschuber. Also roter Pappschuber, im Digi, also der das Digipack beinhaltet. Auf dem Pappschuber sehen wir hier einen 12er, der uns verrät, dass wir auch eine DVD vorfinden werden. Leider dieser 12er aufgedruckt und kein Sticker. Finde ich immer schade, weil das in meinen Augen das Cover ziemlich zerstört. Aber ja. Dann haben wir hier die CD bzw. das Album an sich, das Digipack. Auch hier wieder der 12er aufgedruckt. Schade, sieht echt ja, nicht gut aus in meinen Augen. Hätte man mit einem Sticker lösen können. Naja. Gut, wir haben hier die Tracklist. 20 Tracks. Features haben wir keine bis auf den letzten Track. Und im letzten Track haben wir unfassbar viele Features. Denn das ist der Remix von Die Letzten ihrer Art. Hier haben wir Features von Lackmann, BOZ, Cracky Valley, Said, Bastard, Amar, RLS, Raf Camora, Joker, King Orgasmus One, Herzog, B-Tide, Blockmonster, Credibil, Solo, Blut und Kasse, Instinct, Busy Montana, Hayat und Matondo. Also bis auf Matondo sind mir alle Features ein Begriff. Von den Tracks, die jetzt auf diesem Album sind, sind meine Favoriten Die Letzten ihrer Art, also die normale Version und GOD. Die beiden Tracks sind meine Favoriten. Ja, auf dem Cover sehen wir eben Silla, der sich wohl gerade verwandelt oder sich verwandelt hat in den Hulk, also vom Alk zum Hulk. Silla Instinct hier, seine Tattoos auch verarbeitet. Dann haben wir hier einmal in Rot das Logo von Silla. Und hier auf der linken Seite, ich gehe mal stark davon aus, dass das Booklet sein wird. Schauen wir mal, was wir hier haben. Jawohl, das Booklet. Hier die Infos zu den einzelnen Tracks, wer daran beteiligt war. Und hier Aufnahmen vom Killer.
mit Mercedes. Weitere Infos. Nochmal weitere Infos und weitere Aufnahmen von Silla. Hier die letzten Tracks. Und zum Abschluss nochmal das Silla-Logo. Und was haben wir hier? Die Credits. Alles klar. Gut, das Booklet in rot-weiß gehalten. Dann haben wir das Album Vom Alk zum Hulk, ebenfalls in dieser weiß-blau Optik. Disc 1 lesen wir hier. Sieht so aus, das Ganze. Hintergrund glatt blau. Dann haben wir hier auf dieser Seite nochmal eine Abbildung von Silla. Muss ehrlich sagen, ich finde das deutlich besser, wenn er halbwegs Haare am Kopf hat und diese aufstellt oder mit Gel bearbeitet, als wenn er mit dieser ja, Stoppelglatze oder diesen ganz kurzen Haaren, das weiß ich nicht. Dafür hat er einfach nicht die Kopfform in meinen Augen. So gefällt mir Silla deutlich besser. Okay, das nur am Rande. Dann haben wir hier weiteres Merchandise von Silla, beziehungsweise die Tour-Dates zur Vom Alk zum Hulk-Tour. Dann haben wir hier Disc 2, das werden dann wohl die Instrumentals sein, auch wenn es hier, hier steht es, Instrumental-Disc. Ebenfalls glatt blau dahinter. Und dann haben wir als letzten Teil noch Silla der Thriller. Die DVD, schauen wir mal kurz, ebenfalls Silber in Rot-Weiß gehalten, hier auch nochmal der 12er, also dieser DVD haben wir den 12er zu verdanken und hier glatt blau wieder im Hintergrund. Schönes Digipack und das Ganze eben hier in diesem Schuber. Dann haben wir, das war der Einleger, einen Sticker in quadratischer Form, sieht so aus, weiß-blau verlaufend, dann hier rot das Silla-Logo. Die Silla-Member-Card vom Alk zum Hulk lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir einen Download-Code. Bedeutet, auf umusic.me könnt ihr euch mit diesem Download-Code das Album runterladen. Ich habe keine Verwendung für diesen Code, ihr könnt euch das gerne holen. Also wer auch immer diesen Code gerne einlösen möchte, kann das gerne auf meinen Nacken machen. Dann haben wir die Bonus-Vinyl, die 7-Inch Bonus-Vinyl und hier haben wir zwei Tracks drauf. Also nachdem das so eine kleine Vinyl ist, passen leider nur zwei Tracks drauf, einmal A-Seite, einmal B-Seite. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir haben hier nochmal ein weißes, so eine weiße Papierhülle. Und die Vinyl, habe ich auch in der Form noch nicht gesehen, ist durchsichtig. Das heißt, hier haben wir die Seite Dope Dealer und hier die Seite Adonis. Wie gesagt, zwei Tracks, einer auf der A-Seite, einer auf der B-Seite. So, dann geben wir das Ganze wieder in die Hülle. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir dann noch das T-Shirt, beziehungsweise es ist kein T-Shirt, sondern ein Tanktop. So sieht, ist etwas verwurschtelt. So sieht das Ganze aus. Silla und hier oben lesen wir Vom Alk zum Hulk und hier dann diese Hulk-Figur. Das Ganze in schwarz-weiß gehalten. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle Größe L, 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Schauen wir uns einmal noch kurz im Detail an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier im Brustbereich den Schriftzug Vom Alk zum Hulk, dann darunter diese Hulk-Figur und dann ganz unten den Schriftzug Silla und hier diese zerbrochenen Flaschen. Das ist auf jeden Fall ein krasses Motiv und der Schriftzug kommt auch in meinen Augen echt mächtig.
ist es natürlich die Frage, ob man mit dieser Message auf der Brust herumlaufen möchte, vom Hulk zum Hulk. Aber zumindest fürs Fitnessstudio oder generell so zum Sport eignet sich dieses Tanktop in meinen Augen auf jeden Fall. Und zum Abschluss fassen wir zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Tanktop in der Größe L. Die Bonus-Vinyl inklusive zwei Tracks. Die Silla Member Card zum Download des Albums. Der Silla Sticker quadratisch. Und das Album inklusive der Instrumentals, inklusive der Bonus-DVD in diesem Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box vom Alk zum Hulk von Silla. Mich würde natürlich interessieren, was eure Meinung ist von dem Album bzw. von der Box. Was ihr davon haltet, in die Kommentare bitte. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Silla unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.